Ach so, das machst du jetzt automatisch. Gut. Dann. Auf ein neues. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Ja, ich habe bei Ramses jetzt halt so ein bisschen was zusammen gespart. Was zu dem Schlüssel zu sagen? Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt. Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Aha. Ja, eigentlich schon. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Ah. Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein, ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie. Hier, das sind Haselnüsse. Okay, dann wünschen wir uns mal einen Brunnen her. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. An dem ganzen. Ja, wie kommen wir denn da ran? Können wir uns was basteln? Ja. Ja, und wie gesagt, das war ja was extrem Brennbares noch gewesen. Wir müssen mit Lopez nochmal reden. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Dieser Lappen ist verkohlt. Da hören Sie von mir keinen Widerspruch, Senor Stobart. Vielleicht doch nicht. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart.
So sieht also ein Haselnussstrauch aus. Gut, vielleicht können wir es tatsächlich noch irgendwie was faken. Vielleicht hat die Gräfin ja noch eine Idee, was es mit dem Schlüssel auf sich hat. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Sehr gut. Was denken Sie, wenn Sie dieses verkohlte Tuch sehen? Dass Sie pyromanische Neigungen haben. Vielleicht doch nicht. Nein. 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 Vielleicht doch nicht. Gut. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Können wir vielleicht hier von den Dingern was mitnehmen? Nee. Es hat keinen geeigneten Haselzweig gegeben. Ich benötige einen, ja. Nicht der einzige Haselnussstrauch. Ah, ja. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Sehr gut, sehr gut. Wird auch noch was gekriegt. Ja, mit diesen Verschwörungstheorien von den alten Kulturen. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkommanichts gefunden haben. Ich glaube eher weniger. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lopez wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen.
Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mäht mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Ja, genau, der war das bestimmt. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Schauen wir mal. Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Wird schon. Aber den Löwen ist vielleicht noch das Einhorn. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Das war knapp. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mehr als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Können wir irgendwie reinleuchten? Wir haben den Spiegel mit. Er wird ja auch seinen Grund haben. Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Da, in der Mitte der Türe, kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Na, siehst du mal. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Böse Öffnung, du. Ja, war ich mit dem Schlüssel, oder? Ah, ja. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Okay, dann bräuchte ich jetzt halt noch die Zahlen. Da haben wir's. Die Frage ist, der Reihenfolge nach? Wahrscheinlich, oder? Also, was ist das 14? In der Richtung. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. So, 14. Sehr gut. Schön. Als nächstes 20, 27. Andere Richtung bitte. Ah, oh, nee. So. Au. Dann
6. Ich glaube, es wird. Ich glaube, so kriegen wir das jetzt hin. Das, was 11 hat, 100, glaube ich. 130, 131. E war, glaube ich, 500, oder? Ich glaube, ich sehe es gerade nicht mehr im Kopf. Naja, aber praktischerweise ist es ja schon da. So, zack. Dann noch mal 3. Schön. Ich hoffe mal, das passt so und ich muss nicht irgendwie eine andere Reihenfolge nehmen. 1. Dann noch mal 17. Ups, falsche Richtung. Hallo Patzi, willkommen. Haben gerade unseren Spaß mit römischen Zahlen. So, noch mal eine 12. Jep, vielen Dank für die Nachfrage. Passt alles soweit. Danke, danke. Aktuell läuft's gut, ja. So, und dann nochmal 25. 25. Das ist echt ein bisschen verwirrend mit den Dingern hier. So, da bin ich mal gespannt. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Okay. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd,
Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber Sie tun's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. So, ja, genau. Heute haben sie halt ihre andere Kriege. Das passt schon. Okay. Wir nochmal gerade nacharbeiten. Ganz bestimmt, Fube. Ganz bestimmt. Verzeihen Sie. Sie muss taub sein. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 6:15. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Auch wieder, jetzt will ich der Charakter. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja, und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Oh. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Ach, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben.
wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Ah. Würden Sie mir glauben, dass diese Clownsnase uns heute Abend hier in diesen Zug geführt hat? Ja, das würde ich glauben. Nein, ehrlich, Sie glauben mir das? Na sicher. Sie haben doch ein ehrliches Gesicht. Ja, das ist eine Nase mit einer langen Geschichte. Das sagten Sie bereits. Sagt Ihnen der Name Morlin irgendwas? Merlin, der Meister der Illusionen. Oh, Sie sagten Merlin? Nein, dann leider nicht. Ja, wir haben es ja mit einem Serienmörder zu tun, der öfter mal in Verkleidung schlüpft. Wissen Sie, was das hier ist? Ja, das weiß ich nur zu gut. Ein junger Freund von mir hat mir erst gestern mit einem solchen Gerät die Hand geschüttelt. Was? Das ist empörend. Man sollte ihn erschießen. Mag sein. Aber seine Absichten waren wenigstens ehrenhaft. Es tut mir leid, dass Sie mit einem dieser Dinger Bekanntschaft machen mussten. Das braucht es nicht. Ja, hätte man den doch bloß mal erschossen. Tja, da haben wir dann hier unseren Merlin als Frau verkleidet. Zumindest sieht es halt stark danach aus. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht, um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Oh. Ja, genau, das hatte ich auch noch gelesen, das ist halt bei der Originalversion, dass man da halt ab und zu mal drauf gehen konnte. Kannst du nicht mal stillsitzen, George? Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Na dann. Hallöchen. Das Gesicht des Mannes ist schmutzig und unrasiert. Es sieht aus, als sei er die ganze Nacht unterwegs gewesen. Fußballfans halt. Alles, was ich von dem Gesicht des Mannes erkennen kann, ist ein ausgeprägtes violettblaues Auge. Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Hi, kleine Party? Das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab mich
ich gar nicht gemerkt. So ein Pech aber auch. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Ja, und Gitarre auf der Brust, wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Hast du diesen Mann schon mal gesehen? Klar, Mann. Das ist Chalky White. Und von dem kriege ich noch 10 Mäuse. Nein, das ist ein internationaler Attentäter und er nennt sich Khan. Ja, klar. Ei, aber ich war dicht dran, was? Weißt du, was das ist? Nö. Was sind das, Mann? Das ist ein Handwasser. Ha! Damit legst du mich aber nicht rein. Wenn ich dich reinlegen wollte, hätte ich ihn dir ja wohl nicht gezeigt, oder? Naja, also, wer weiß, vielleicht bist du so ein ganz Schlauer. Versuchst einen Doppelbluff oder sowas. Ja, oder sowas. Bis später. Okay, da ist wohl nichts Interessantes. Nö. Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Makaras, hier ist dein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Letztens ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Chef schon die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Okay. Guido sieht aus wie ein Wiesel in einem billigen Anzug. Er sieht außerdem aus wie ein Mann, dem ein kleiner Morph nicht im Schlaf rauben konnte. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Jetzt sollen wir da wieder zurückgehen und, Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen. Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Auf einmal. Hat die vielleicht was gesehen? Hey, Kumpel. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was ist denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Brightling-Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee in einem Konflikt an einem Ort namens Brightling-Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Ein bisschen Sicherheit. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit. Weißt du? Nein, sie ist entführt worden. Da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Bis später. Okay, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auf dem Klo irgendwas finden. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Witze, oder? Dann schau mal gut hin. Okay, dann klettern wir halt aufs Zugdach. Ich wollte eigentlich nur aus dem Abteil wieder raus. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo das hier hinführen mag.
Okay. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug zu halten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbart. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neotempler her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Wie sind sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbart. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Nein. Können wir seine X wieder zurückgeben? Das ist keine gute Idee. Nein. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Ah. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mach ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Dann los. Links oder rechts? Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe. Willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Dann gehen wir da raus. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld, Plastiksprengstoff, 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem, wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt.
Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. So, da geht's rein. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Glaube nicht. Hübsch. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Na toll. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Immerhin. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Ah, das könnte was werden. Komm. Nee, nicht. In das Loch passt das Zahnrad nicht hinein. Die Kurbel. Ich schiebe den Griff in das Maul des Dämonen. Auf gar keinen Fall. Nein. Wir brauchen noch mehr Zahnräder. Das ist das falsche Loch für dieses Zahnrad. Das Zahnrad passt nicht in die Dämonennase. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Okay, muss ich die anderen jetzt auch noch finden? Vergisst, ja, ja. Habe ich bisher noch nicht gegessen, soll aber ziemlich lecker sein. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ich finde hier nichts. Okay. Können wir das ausbauen? Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Okay. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Die Zahnräder greifen ineinander. Da bewegt sich was. Toll, ne? Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Ja, ich muss mal gucken, dass ich bei Gelegenheit mal das mal durchtesten kann. Als wären die Templer vor uns da gewesen. Vielleicht sind wir noch nicht zu spät dran. Es gibt noch eine Chance. Ich wünschte, ich hätte deinen Optimismus. Das wünschte ich auch, George. Manchmal bist du so negativ. Ja, die macht ja gerade Firefox als Let's Play gesehen hab. Ich glaube, ich persönlich habe es noch nicht. Also weiß, dass es halt geheim Akte Tunguska gibt, aber gespielt und gesehen habe ich davon noch nichts. Definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn noch? Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet, Lobino hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort? Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau! Sie elender, verräterischer! Ganz im Gegenteil!
Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet, Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot, und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach, George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn. Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch! Tötet sie! Sie werden uns nicht entkommen! So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George... Was sollen wir tun? Können auch eine Runde lesen. Hallo, einer wie. Ja, ich glaube auch, so langsam war's das hier. Schon Still Life hatte ich auch mal noch irgendwo. Ich glaube, irgendein Teil habe ich da sogar von. Es ist hier eine alte Waffenkammer. Wir haben hier kaputte Dings. Wir haben hier eine Fackel. Ich habe so eine Idee, was wir da machen könnten. Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren! Ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf! Aber Meister, das Pulver... Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg, und zwar aus dem Englischen, du Idiot. Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel.
Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass der so der Hellste gewesen ist. Das stimmt. Wir blieben nicht lange in Schottland. George musste noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Und ich musste noch eine Story schreiben. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Aber genug Halbwahrheiten, um eine Seite zu füllen und davon meine Miete für einen Monat zu bezahlen. George und ich hingen zusammen in Paris rum. Ich zeigte ihm meine Lieblingsrestaurants und er erzählte mir seine Lieblingswitze. Weißt du, Nico, mit dieser Stadt verbinde ich jetzt so viele Erinnerungen. Die Cafés, die Musik. Die Kanalisation. Klar. Die Clowns. Die Jongleure. Oh, und dein Kumpel Lobineau. Ja, der teure André. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich meine Nachforschungen angestellt habe, bist du ziemlich oft verschwunden, Nico. Warst du mit Lobineau, Es ist etwas passiert, aber das hatte nichts mit André zu tun. Aha. Es war etwas aus der Vergangenheit, das ich erledigen musste. Alleine. Also habe ich es erledigt. Und jetzt ist es vorbei. Hey, habe ich dir schon mal von dem Rentnerpärchen aus Iowa erzählt, das im Lotto gewinnt? Nein, aber ich habe den Verdacht, das wirst du bald tun. Also, da war dieses Rentnerpärchen. Die waren schon ewig verheiratet. Na dann, hätte ich jetzt gern noch gehört. Aber ja, dann war es sich mit dem ersten Teil praktischerweise auch, wie gesagt, kurz vor Ende. Sind wir noch durchgekommen. Haben wir irgendwo Credits? Ah ja, danke, dass ihr das spielt. Mitwirkende, ja. Da haben wir doch was. So, dann können wir die Credits noch durchlaufen lassen. Und ja, hat tatsächlich eine Menge Spaß gemacht. Schönes Adventure. Und war eigentlich relativ gut zu machen. Wie gesagt, so ein, zweimal hatte ich jetzt dann nachher doch mal nachschauen müssen, wie es weitergeht. Aber da waren die Tipps doch ganz hilfreich, da im Spiel gibt. Genau, ich bin mal gespannt, was mit dem Rest noch kommt. Danke übrigens nochmal für den Hinweis, dass Baphomets Fluch 2.5 habe ich mir jetzt auch mal noch runtergeladen. Spielt ja wahrscheinlich dann nach dem zweiten Teil, oder? Ja, dann bin ich halt, wie gesagt, mal sehr gespannt, was es wird. Und ich bin auch ganz froh eigentlich, wenn es halt bei Adventures so ist, dass man halt dann nicht sterben kann. Also wie die aktuellen LucasArts Adventure. Beziehungsweise die letzten LucasArts Adventure, oder die meisten mittlerweile so. Warte, dann würde ich sagen, nächsten Montag schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Im zweiten Teil. Da werde ich dann auch die Remaster-Fassung machen. Und ja, bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine schöne Nacht zu wünschen. Ich werde die Credits mal dann auch durchlaufen lassen und danach vielleicht noch gucken, ob jemand online ist, den man raiden könnte. Aber das soll es jetzt mal gewesen sein. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Dabeisein.